Wir haben aber scheinbar sehr effiziente Strahlrohre. So, haben wir hier jetzt noch was Kleines. Vorsicht, heiß und fettig. Das ist, glaube ich, was relativ Kleines. Was wir noch machen können, bis Hannes da ist. Ja, machen wir mal heiß und fettig. Starten wir mal. Da können wir auch nur den TP3 nehmen. Gucken, vielleicht brauchen wir auch wieder 3 Jahre, um hinzufahren. So. Ich glaube, es gibt auch eine Mission, da fährst du so 20 Minuten hin, gefühlt. Also gefühlt, das sind, glaube ich, plus 2 oder so. 2 Minuten. Ah, guck mal hier, 5 Kilometer. 5 Kilometer, was ist das für eine Fahrzeit? 2 bis 3 Minuten oder so, ne? So, wir waren gerade bei einem Einsatz und haben ein Leben gerettet. Da hat sich wahrscheinlich einer verschluckt. Wir haben das Heimlichmanöver angewandt und zack, ging es ihm wieder gut. Leider müssen Patienten, die was verschluckt haben, bei denen das Heimlichmanöver angewandt wurde und es erfolgreich war, die den Bolus, der die Trachea quasi verblockiert oder die Atemwege blockiert, dass es rausgegangen ist, rausgehustet wurde und halt, ja, und durch das Heimlichmanöver besteht die Gefahr, man drückt da quasi in den Oberbauch, um Druck auf den Thorax zu bringen, damit der Hustenstoß quasi effizienter wird oder allgemein ein Druck in der Lunge aufgebaut wird, wodurch das Stück, der Bolus, rausgedrückt wird quasi. Besteht aber die Gefahr, dass wenn die untere Spitze vom Sternum, dass sie abbricht. Da muss danach halt geguckt werden, ob es der gut geht. Der Spitze quasi. So. Aus dem Weg! Habe ich das gerade richtig gehört, Hannes? Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Ich wollte nur deine Erklärrunde bloß nicht hören. Würdest du es anders formulieren? Schlechter, ja. Ah, okay. Ich habe gerade noch einen kurzen Einsatz angefangen, aber du musst ja eh noch die Einführungsmission spielen, wenn du startest, ne? Ich hab doch ein Safe Game. Mein Safe Game war auch weg. Ich sehe schon New Game. Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich werde nur auf Spaß auch noch zu tun haben. Ja, geht ja recht fix. Du brauchst bloß die Garage löschen. Person rausholen und die Galage löschen. Immer wieder dasselbe. Euer Rabe mit einer 3 unten im E geschrieben. Das ist immer wieder dasselbe. Schön. Ich werde das wohl auch nicht mehr lernen. Hoi, 3R. Ja, ist ja nun mal leider so. Es tut mir leid, ich hätte mir auch einen nicht so komplizierten Namen ausdenken können. Na, genau so sieht's aus. So wie Chantal vom Hinterhof oder so. Chantal vom Hinterhof. Ja. Ist okay. Mich damit arrangieren. Kein Problem. Aber Cerealien, ne? Ich verstehe mein Problem nicht. Ich auch nicht. Ich fand das immer noch einen sehr guten Witz. Ja, war nicht schlecht. Er sagte jetzt Dispatch an alle Einheiten, ne? Mhm. Damit bin ich die einzige alarmierte Einheit. Ja, aber ist ja grundlegend nichts Falsches. Naja. Dispatch to Unit 1. Okay. So. Found a survivor. Ja, dann bring den doch. Nimm den. Du warst doch gerade da. Nimm den doch mit. Yes, Command. Ja, mach Command. Mal. So. Yes, sir. 1. 2. Wieso machst du noch nicht die. 3. Warum machst du die Supply Line noch nicht? Hallo? Kann ich jetzt sagen? Hallo? So? Kann ich das jetzt 3 sagen?
Nein, kann ich nicht. Ja gut, 3, dann gehst du auch da schon mal hin. Fängst an zu löschen, okay? Ich mach dir mal deine Arbeit. So, Versorgungsleitung. So. Achso. Ja. Und damit, wie keiner sagt, wir tun nichts, bauen wir unseren Schlauch jetzt mal selbst. Oh shit. Hier ist nix. Was los? Na, Feuer. Achso. Das ist ja ungünstig. Jo. CO2-Löscher, Schläuche, Axt, Kreissäge, Feuerlöscher. So. 1, du kannst mir denn schon mal einen Feuerlöscher holen. 2, du holst mir auch noch einen Feuerlöscher. Und 3, du holst mir auch einen Feuerlöscher. Wo ist denn das Burning Öl? Ach, hier ist das Burning Oil. So. Eins. Zwei. Drei. Hat er mir nicht eben gesagt, dass mein Opa hier an Kampfschiss ist? Wieso kann er mir jetzt erzählen, dass sein Bein gebrochen ist? Ja, das habe ich mir vorhin auch so gedacht. Feuerlöscher einen ganzen Haufen hier kaputt gemacht. Ausgemacht. Nicht kaputt. Zack. Scheiße, auf Wasser. Ein Feuerlöscher reicht. Na, so sieht's aus. Tschakka. So, überspringen wir die mal. Was haben wir an der Auswertung? Heiße Innenstadtrenovierung. Nice. Schnelle Fahrzeit, mittlere Missionszeit und Herausforderungsbonus 250. Nice. Wir haben an sich gar kein Wasser verbraucht. Geil. Sehr umweltschonend. Weil Wasser so schädlich für die Umwelt ist. Na gut, prinzipiell kann man ja sagen. Ich sage heute ganz schön viel prinzipiell, wo mir das gerade mal auffällt. Hm? An sich kann man ja sagen, dass Wasser, sobald es mit Feuer in Kontakt kommt, schmutzig ist. Feuer über dem Bungalow. Heiße Innenstadtrenovierung. Okay. Gut. Na, Hannes, bist du schon beim Garagelöschen bei? Ja, ja, ich bin schon bei. Na gut, dann warte ich kurz. Schön ist auf jeden Fall, dass der Stream auch schon wieder läuft wie... Nichts Gutes. Kaugummi und deinem Schuh. Nice. So. Ist eine schöne Dia-Show, also. Na, solange sie schön ist, ist doch schön. Na, schön heiß. Naja. So. Feuer bekämpfen mit Feuerrabe. Ja, aber kannst du nicht antun. Ja, er lädt bei mir gar nicht. Aber es kann auch daran liegen, dass ich halt selbst streame. Ich weiß es nicht. Funktionieren denn andere Streams? Oder liegt es? Weil wenn andere auch nicht laden, dann liegt es ja an mir. Ja, andere laden auch nicht. Naja, okay. So, Leute, erzählt doch mal was. Ich weiß nicht, was ihr erzählen sollt, aber was ist momentan los bei euch? Was bewegt euch? Erzählt doch mal. Downtown. So, was haben wir hier? Obwohl die heiße Innenstadt... So, ich wäre jetzt ready. Ah, okay. Denn Session Explorer. Start. Ich
gehe auf mehr Spieler. Dann kannst du mir beitreten, theoretisch. Yep, I see. Nice. Das ist ärgerlich, Cobra, dass du arbeiten musst. Mir geht's da aber ähnlich. Wir hatten jetzt Schule einen Monat lang. 4 Wochen. Und ab Montag sind wir wieder im Krankenhaus und ich habe gar keine Lust. Krankenhaus ist irgendwie... Gehört halt dazu, sagen wir es so. Bisschen diplomatisch bleiben. Ja, sind jetzt auch schon wieder so weit, dass wir hier innerhalb der letzten 2 Minuten 96% Frames übersprungen haben. Okay. Vom, es läuft in der Vorschau von OBS, at least läuft es in der Vorschau flüssig. Zeigt er dir bei OBS unten denn flüssig an? Du hast ja unten in der Zeile noch quasi diesen dieses Kästchen, dieses farbige. Er sagt mir hier keine Probleme. Aber jetzt läuft es wieder flüssig. Sag dir das, das ist die Internets, Vodafones. Kannst du haben. Ja. Das tut mir leid, dass du ins Krankenhaus musst. Ich hab gedacht, du hast Feierabend. Soll ich nochmal die Kamera umschalten? Also auf Ego. C. Tatsache. Wie im Farming-Sim. Ach so ist das. Ja. Ist ja quasi das gleiche. Nur dass wir hier halt Feuer grubbern. So. Alles kann sich zurücklegen, 4 Kilometer noch. Aber ich glaube, da hinten brennt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich sehe nichts. Geradezu. Ja, das ist nichts. Ich glaube, da steht bloß einer und raucht. Das andere da ist dann nicht. Da fährt noch einer in T3. Ah. Aber schön, dass die Rauchwolke halt aussieht, als wenn da 2 ganze Wohnblöcke brennen. Wir da mit dem Rüstwagen hinfahren, der bloß Feuerlöscher hat. Vielleicht verbrennt er auch einer Reifen. Weißt du, seine Reifensammlung will er nicht mehr haben, verbrennt er jetzt. So, aber das mit dem Fahren wird immer besser. Das Problem ist, das Witzige ist ja, du bremst. Und er schiebt halt wie nichts Gutes und rutscht durch die Gegend. Wenn du Gas gibst in der Kurve, macht er super enge Kurven. Finde ich interessant. Weißt du, bremst, willst ausweichen, funktioniert nicht. Rutscht einfach rein, weil er die Lenkung nicht annimmt. So. Aus dem Weg da! Komme! Übernächste links. Mach dich weg aus meiner Leitung, du! Hier links? Nein, nächste. Immer noch 1 Kilometer Fahrtweg hier. Wow, das Gebäude da oben sieht aber sehr schön aus, sehr plastisch. Wahrscheinlich hat das einen Architekturpreis gewonnen. Ja, bieg doch ab, du Sau! Mann. Na, so, ich bin wieder da. Schön. Alles gut, du hast noch 500 Meter. Ja, ich hatte gerade ein kleines Problemchen. Ah, das ist aber unschön.
habe mir meinen Desperados aufgemacht. Ja. Mit einer Energie, dass der Kronkorken jetzt quasi beim Nachbarn in der Matratze steckt. Und ja, die Sau hat geschäumt. Ah. Muss ich gerade erstmal fliegen, das war mir wichtiger. Das muss ich aber gestehen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Aber du hast ja auch nichts verkehrt gemacht. Hallo. So. Sicherungskasten. Hannes, ich kümmere mich um die Stromversorgung. Sorry. Ach, wie war das jetzt? Der Kani hatte nur Ding ins Feuerlöscher, ne? Genau. Schläuchung. So, ich rufe die anderen beiden mal mit Feuerlöschern zu mir. Und dann löschen wir hier mal. Ich meine, hier wahrscheinlich war gerade einfach nichts anderes frei, echt? Befehl Druckschlauch legen wird abgebrochen. Kein freier Druckschlauch. Wenn ich damit gerechnet, dann rüstet war. Ah, ich brenne. Hilfe. Hilfe, Mutti. Was ist sowas? Hör auf damit. Super, Tony. Das Ding, den Kasten, das nennt sich Rosenbauer Walk-in Rescue. Aua, aua. Nachbesprechung. Geh weg. Geh weg. Geh da weg. Hui. Ah, ich finde diese Nachbesprechungsszene hier, das finde ich immer noch am witzigsten. Ist immer wieder schön. Ja. Levelaufstieg. Nice. Kaminchaos. Rosenbauer T-Rex. Jetzt haben wir den T-Rex auch frei, Hannes. Nice. Fahren wir im nächsten Einsatz mal T-Rex.